Ich grüße dich herzlich. Ich möchte dir gerne jetzt zeigen eine Salbe, welche hilft dir, Probleme mit den Pilzen zu beseitigen und vielleicht auch andere Probleme, weil natürlich es hängt nicht Problematik nur an den Nagel, sondern es geht auch emotionale Probleme und oft die Menschen, wenn die beginnen etwas aufzulösen, kommen die auf die Gründe, wieso, warum. Und natürlich die erste Schritt Verbesserung mit Gesundheit helfen uns, einfach die positive Anstimmung in uns wiederzufinden und glauben an sich. Deswegen es ist erster Schritt, Erfolge erleben, wann die Problematik am physischen Körper einfach zurück sich zieht und der Mensch hat die Möglichkeit auch tiefer zu gehen und wirklich den Grund zu finden, wieso der Nagelpilz Beispiel aufgetreten. Okay, ich habe schon jetzt etwas vorbereitet. Jetzt die Kokosöl schon aufgewärmt auf Wasserbad. Jetzt, was wir brauchen zum diese Salbe, das ist MSO, das ist Borax. Das ist Zedernussöl. Ich habe mit Harz genommen. Dann Bernsteinpulver. Das ist auch altes Harz. Das ist Schungit. Feine, ultrafein Schungitpulver. Das sind Teebaumöl, Monarda, ätherische Öle und Tannenbaumöl. Den brenne ich hier jetzt auch. Das ist Bienenwachs, das ist echte, natürliche. Und wir brauchen noch Jod. Das ist Salbe, welche geht nicht nur auf die Oberfläche, die geht über die Lymphe und über die Blut nach innen und das Pilz wird viel tiefer beseitigen, als man denkt. Also, wenn das Zedernussöl aufgewärmt ist, das ist ungefähr 4 solche Keramiklöffel vom Kokosöl. Natürlich die hochwertigen Produkte soll man nehmen, auch für äußerliche Anwendung soll man nicht sparen an Qualität, weil es ist natürlich alles spielt seine Rolle. Wir nehmen vom Borax einen Esslöffel, normal, ja, nicht zu voll. Und dann lösen wir in den Dampfbad. Nimmst du bitte Holzlöffel? Ich habe Beispiel Keramik, Holz und Silber. Für Salbe nehme ich grundsätzlich nur Holz. Und das musst du richtig gescheit auflösen, alles. Also so lange das Rühren, bis das alles aufgelöst ist. Ja. Das ist Nagelpilz, eine Thematik mit Ängste vom Mangel zu tun. Das ist auch Angst vom Leben, vom einfach Ohnmacht, wenn die Menschen einfach selber nicht bewusst, dass die alles selber erschaffen und die geben quasi auf das Lebensenergie und denken, dass es wird von jemandem gesteuert und so weiter, aber es ist in Wirklichkeit wir schaffen alles, alles findet statt in unserem Kopf. Und da ist oft, wenn du unter Stress stehst und denkst, dass dir jemand etwas antun kann, kommt solche Problematiken wie Parasite. Und Parasiten, es ist auch natürlich Pilz und Pilz eigentlich keine so schlimme Parasit. Pilze sind da, um alles in seinen Lebenskreis wieder zu bringen. Pilze kommen, wenn das Leben ist vorbei und sollte Tod antrennen. Und die zerlegen Beispiel ganze Materie, bringen das zum Elementen, aus welchen kann wieder alles erschafft. Also schau mal in die Natur, im Wald, im Baum, wie verpilzt er wird quasi zerlegt. Und aus dem Baum wird wieder Mineralien und Grundlage für Boden. Also vom Allem steht auf und wird zum Allem. Also
Du kannst Borax pulverisieren, dass dir schneller sich auflösen kann. Ich habe jetzt das nicht gemacht, deswegen muss ich Lene das rühren und schauen, dass das aufgelöst wird. Ich lasse jetzt ganz kurz nochmal das ziehen. Also wie gesagt, pulverisierte Borax ist viel gescheiter. Ich habe jetzt quasi Zeit gespart und jetzt muss ich doppelte Zeit nehmen, dafür, dass das sich auflöst. Aber er löst sich auf. Gut, nächste, was du machen solltest, du nimmst quasi einen Teelöffel vom Tannenbaumöl. Also ich mache diese Kappen auf, da wo quasi die dosieren und tue ich einfach rein. Tannenbaumöl ist bekannt gegen Pilze. Man kann auch Oreganoöl nehmen. Ich habe mich für Monarda entschieden. Monarda neutralisiert nicht nur bloß Schimmelpilze, auch Schwarzschimmelpilz, die sind die stärkste Pflanze gegen Pilze, welche wir kennen, und das ist nachgewiesen in Russland, also das ist gegen alle Pilze. Monarda, zeige ich nochmal, auch Teelöffel, also Tannenöl. Monarda stelle ich wieder für dich zurück. Und dann, das ist Teebaumöl. Tannenöl tue ich jetzt rein. Und das, was ich zuvor gemacht habe, das ist Teebaumöl. Also das ist Tannenöl, Teebaumöl und Monarda. Und von jedem eine Teelöffel. Alle drei ätherische Öle, die sind sehr starke Mittel gegen Parasiten und sehr gut für die Haut und sehr gut für den Kreislauf. Die öffnen Kapillare, unterstützen Kapillarensystem. Jetzt rühre ich das wieder auf. Jetzt tue ich hier rein gleich die Bienenwachs, weil du brauchst eine Zeit, bis die aufgelöst. Also hier kannst du mit Teelöffel anfangen und dann schau mal, wie viel du brauchst, aber Teelöffel reicht. Und ich nehme auch einen Teelöffel vom Bernsteinpulver. Wie gesagt, das ist auch sehr starke Antiseptika. Wenn jemand mich kennt, Bernstein Pulver kommt aus Bernstein, es wird pulverisiert, es ist versteinert, aber es wird pulverisiert. Ich nehme auch Schungitpulver, weil es ist sehr starke Antiseptika. Das kennen wir im Russland. Ich nehme nur ein bisschen, quasi Hälfte, sondern ein Viertel vom Teelöffel, tue ich auch da rein. So. Und jetzt das sehr wichtig, das ist Jod. Ich habe jetzt russische Jod, aber du kannst gerne diese Jod auch nehmen, die ist bei mir jetzt leer. Und da tust du ungefähr von davor, dass ich messen für dich ungefähr 15 Tropfen. 1, 2. Tropfen. So, und kommt Zedernussöl mit Harz, ein Teelöffel. Der Bad sollte schon abgekühlt sein, also komplett ausgeschaltet Herd. Es soll schon langsam und sicher die Harz aufgelöst sein und es soll abkühlen, weil es darf die Masse nicht zu heiß werden, ja, das es muss auf jeden Fall
warme Temperatur haben, wenn du Zedernussöl reinbringst, Jod und DMSO. DMSO, das ist unikale Transportmittel, welche bringt alle Stoffe sehr intensiv in die Zelle, und das ist nichts mehr oder weniger als perfekte Transportmittel, wie Beispiel Fulleren aus Schungit. Und wie gesagt, wir haben Schungitpulver, das sind Fullerene, die sind jetzt aktiv im Öl. Vom DMSO nehmen wir einen Esslöffel da rein. Und wir haben eine unikale Salbe. Also ich sage so, das ist eine tolle, tolle, tolle Sache. Die ist etwas grau, wegen Schungitpulver. Aber auch wirkungsvoll. Man kann schmieren am Abend, besser am Abend, dann quasi Socken anziehen und nächsten Tag die Socken bitte waschen. Und dann kannst du öfter verwenden. So, danach füllst du das bitte um in ein Glas und du hast perfekte Salbe.